Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich bin euer Timex und ihr seid wieder unterwegs auf Gameplay Deluxe. Wir sind hier stehen geblieben im Vault-Bereich quasi von Nuka World. Ein neues Abenteuer erwartet sie. Hunderte von Kolonien in der gesamten Galaxis und darüber hinaus. So, na toll, jetzt tragen wir zu viel, war ja klar. Hey! So, aber wir können ja Dogmeat einfach mal ein bisschen was reindrücken hier an Sachen. So. Hauptsache, wir müssen es nicht scharf tragen. Das ist schon mal ganz gut. Was hat denn Dogmeat sonst noch dabei? Achso, okay, das waren eh nur Waffen. Das ist natürlich perfekt, weil Waffen kann man bei Dogmeat schnell raussuchen. Weil er hat ja schon noch ein paar Sachen. Erleben Sie eine Zukunft geil. In den Sternen. Erleben Sie Vortech. Mehr Informationen geil. Erhalten Sie bei einem Verkaufsmitarbeiter, wo Sie sich auch für das Vault-Programm registrieren können. Vielen Aha. Dank und viel Spaß noch hier in Nuka World. So, das war jetzt schon mal cool. Müssen wir auf jeden Fall noch einmal hier die Aufzüge abchecken quasi. Obere Ebene. Nicht, dass hier noch viel Kram ist, den wir übersehen, sonst. So, hier nehmen wir wie gewohnt alles eben schnell mit. Ich weiß, in den letzten Tagen kam sehr unregelmäßig eine Folge raus. Liegt einfach daran, dass ich aktuell sogar noch, aber halt lange nicht mehr so schlimm, einfach erkältet war. Und das längere Reden am Stück mir einfach unheimlich schwer fiel. Das war echt eine ziemlich beschissene Situation, sage ich mal. Und ja, da habe ich es leider einfach nicht geschafft, irgendwelche Folgen zu produzieren. Das war so mein Problem. Aber jetzt läuft's alles wieder. Reisen Sie mit uns in die Zukunft, Hä? In der die Menschheit zu den Sternen aufgebrochen ist, um neue Abenteuer zu erleben. Arcturus Prime, eine Grenzkolonie im Jahr 2291. So. Einmal Einheit abschalten. So. Und jetzt Selbstzerstörung einladen. Fuck, renn, 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 renn. Boah, Glück gehabt. Ist das Ding schon hochgegangen? Noch nicht, aber gleich. So. Aber die anderen Protektrons, die sind nicht so das Problem, aber die Legende hier, die wollte ich ungern einfach so bekämpfen. Da muss ich das nicht mit Strahlung selbst erledigen. Gehen wir. So. Sind die Reste von dem ersten Protektor, der hier hochgeflogen ist. Wir sollten eigentlich schon noch ein paar Überreste sein. Also, dass wir hier ein bisschen was sammeln können. Ist ja gar nichts mehr über. Also so überhaupt nicht mehr. Doch, hier war was. Okay. War anscheinend ein bisschen buggy, dass wir das nicht gesehen haben. Kommen wir nochmal in so einen extra Bereich. Aha. Military Grade Circuit Board ist auch immer gut. Da haben wir noch einen Starkern. Einer fehlt uns jetzt hier drin noch. Wenn die Schafe einen kommen sehen. Lass sie schwitzen, nervös werden. Dann machen sie Fehler. Alles klar. Okay, jetzt können wir hier weiter. Da gibt es auch nochmal ein Knöpfchen. Mal gucken, was passiert. Das Leben ist möglich. Hä, und jetzt? Knopf gedrückt, nichts passiert. Wir haben Gesellschaft. Ah, gut, ein bisschen zielen muss man manchmal schon. Aber geil gemacht, Alter. Vault-Techs modularer Bauweise können innerhalb von Wochen neue Kolonien auf fast jeder Welt errichtet werden. Aha.
Dank Vault-Techs so, da kommt nur das dann. Können innerhalb von Wochen neue Kolonien auf fast jeder Welt errichtet werden. Hier sind wieder diese Strahlen, Alter. Die uns kaputt machen. Oder irgendwie wie beeinflussen oder so. So. Cool. Gage hat das gefallen, wie immer. Müssen aber auch bald mal wieder mit Curie schnacken. Nicht, dass sie einsam wird hier. So, hier ist nichts drin. Hier ist nur eine olle Schiebetür. Ah, okay. Ist nichts hinter, also wahrscheinlich einfach nur um zu zeigen, wie es halt aussehen kann. Und warum die hier alle solche komischen Raumanzüge tragen, keine Ahnung, weil Sinn macht das eigentlich überhaupt nicht in der Vault. So, deswegen nehme ich das auch mal mit. So, hier ist wieder eine wunderschöne Betonwand, wer hätte das gedacht? Okay. Wir hauen uns mal sicherheitshalber ein bisschen was rein. So. Es gibt wohl einen Kampf. Scheiße! Na komm, mach ihn platt. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Wo ist der Rest? Und das sind keine düsteren Bunker. Ihre Kolonie bietet wunderschön. So, Moment. Wir müssen ihn mal eben befehligen. Eine Gemeinschaftsbereiche. In denen sie sich wie auf der Erde entwickeln. Geh dorthin. Können. Beginne rechtmäßige Anwendung. So, den haben wir jetzt einfach doch mal auseinandergenommen. Irgendwie ist das blöd. Bei dem Hacken kann man die nicht so wirklich toll befehligen. Ich habe das Gefühl, die ignorieren die Hälfte. So mehr oder minder. Am Ende doch nur, was sie wollen. Ihre geräumige Privatsuite, ausgestattet mit allen gewohnten Annehmlichkeiten. Ist hier einfach nur eine zweite Dingens oder was? Also ist das hier. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das hier quasi nochmal dasselbe ist wie oben fast, nur ein bisschen anders gezeigt. Geschafft. So. Jawohl, ein Starkern. Fusionskern. Nice, Alter. Sehr nice. Okay, das heißt, hier sind wir auch dann jetzt soweit durch. Hier ist Projektleiter. Das interessiert mich nochmal. So, Gehirnwellenunterbrechung, Verwendung von Strahlungsfiltern in der Ausstellung zum Erzeugen eines elektromagnetischen Felds, das zu Interferenzen in den Gehirnwellenmustern menschlicher Versuchspersonen führt. Erwartetes Ergebnis, geringfügiger Verlust der motorischen Steuerung, vorübergehende Benommenheit und Vergesslichkeit. Was haben wir hier? Unterschwellige Botschaften, Verwendung von Audioemittern zur Erzeugung verschiedener Arten von mit einer bestimmten Frequenz überlagerten unterschwelligen Botschaft oder Botschaften. Erwartetes Ergebnis, Annahme der Botschaften, die Personen zum unfreiwilligen Durchführen von Handlungen bringt. Kopfschmerzen, Depressionen oder andere durch die Freisetzung von Neurotransmittern hervorgerufene Beschwerden. So, hypnotisierende Pheromone, Verwendung von genetischer Modifikation an Pflanzen zur Freisetzung eines pheromonartigen, durch die Luft übertragenen Toxins, das in der Nähe der Emitter eingeatmet wird. Erwartetes Ergebnis, Verlust des selbstständigen Denkens, geringfügige Abhängigkeit, Anfälligkeit für Suggestionen. So, Tetastrahlung, Verwendung einer Reaktormodifikation zur Abgabe von Tetabandstrahlung in geringen Dosen mit kurzen Intervallen. Erwartetes Ergebnis, Lethargie, extreme Ermüdung, potenzielle Paranoia aufgrund von Schlafentzug. Und das letzte Experiment, Langzeittest, Durchführung der Experimente 1 bis 4 bei Hoxton, Grunner, Dallas, Bart, Libby und Langston zur Einschätzung von Langzeitwirkung. Je nach Experiment unterschiedlich. Aha, also hat er die tatsächlich bestrahlen lassen quasi, die Kerle, die die Experimente ausgeführt haben für ihn. Hatten sie also am Ende doch recht. So, die Starkern haben wir alle, das heißt, die wichtigsten Dinge haben wir schon. Alles, was jetzt noch kommt. Oh, das ist alles stehlen. Ist eigentlich nicht gut. Wieso stehle ich das? Wenn ich das stehle, heißt das, dass jemand hier ist, der meint, das würde ihm gehören. Warte mal. Ist das nicht der Raum?
Ja, sicher ist es der Raum. Modernster Technologie von da waren wir schon. Können Sie darauf vertrauen, dass Ihre Kolonie jeder Herausforderung trotzt? Genießen Sie gehaltvolle und abwechslungsreiche Kost aus den hydroponischen Gärten der Kolonie. Und das sind keine düsteren Bunker. Ihre Kolonie bietet wunderschöne Gemeinschaftsbereiche, in denen Sie sich wie auf der Erde entspannen. So, schnell mal hier ein Stimpack rein. Wieso mache ich eigentlich so wenig Schaden? Hier wird nichts mehr übrig bleiben, wenn ich fertig bin. So, du Drecksack, du. Puh, meine Güte. Echt aber nochmal kräftig rausgehauen hier. So, hier auch nochmal. Gut, da ist nichts mehr. Da ist ein Weg, den müssten wir übersehen haben, theoretisch. Ah, lass mich raus! Alter, der ist so bekloppt. Da geht ein Schuss auf den Boden und der ganze Kack brennt. So. Pech gehabt, Porter. Stellst du dich da auch hin? Schau mal, wer da ist. Ich hab das schon 100 Mal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? So. Haben wir das Ding erledigt, abgeschlossen, alles hier sauber gemacht. Galactic Zone. Da wird also nichts mehr uns erwarten anscheinend. Ein Schlüssel für irgendein Beobachtungslabor. Ist sich ehrlich gesagt nicht so ganz, wo das hier irgendwie sein soll oder was. Hier sind wir nämlich wieder am Anfang. Interessanterweise. Das heißt, am Anfang hätten wir uns hier auch nochmal einfach umgucken müssen. Dann hätten wir das hier wohl auch gefunden. An der Seite. Und das sind keine düsteren Bunker. Ihre Kolonie bietet wunderschöne Gemeinschaftsbereiche. Hier war noch eine Tür, genau. Auf der Erde ja, das habe ich mir fast gedacht. Dass hier jetzt einfach nur wieder so was kommt. Aber nun gut, dann können wir ja hier wieder raus. Hier irgendwie an eine Seite reingegangen. So, sehr gut. Dann haben wir das hier alles perfekto sauber gemacht. Demnach müssen wir da natürlich auch nicht mehr dran. So. Hey Boss, kann ich dich was fragen? Klar. Hey, was gibt's, Boss? Reden wir mal. Aufgepasst, Gage. Alles okay, Boss? Klar. Ist zwischen uns alles in Ordnung? Bisher macht das einen Heidenspaß. Ich freue mich schon auf den Ärger, den wir als nächstes erleben. Aha. Das ist erstmal alles. Wenn du das sagst. So. Nun komm. Vielleicht quatscht er uns gleich nochmal an. Ich weiß es nicht. So, da oben können wir wahrscheinlich wieder Starkerne einsetzen. Ach nee, warte, das war ja hier unten. Das war ja hier unten. Das war ja hier unten. Da kommt der nächste Starkern rein und da kommt einer rein. Ich möchte das mehr oder weniger, wenn es geht, hier nach Reihenfolge machen. Das heißt, erst alles auf der rechten Seite und dann halt Stück für Stück nach links durcharbeiten. Deswegen gucke ich auch gerade nochmal, dass wir hier auch tatsächlich alle haben. So. Nice. Haben wir alles schon mal bis an den Hauptrechner alle dran. Das ist gut.
Also langsam müssen uns die Dinge ausgehen. Wie viel haben wir denn davon schon gesammelt? So, jetzt haben wir keine Starkerne mehr. Aber wir haben einiges zusammengeschraubt. Also ja, bald haben wir diese Rüstung, da bin ich mir sicher. Dass man die noch kriegen kann. Und irgendwas müssen wir hier oben anscheinend noch machen. Ach so, ja, stimmt. Ich kann das Ganze jetzt noch einer Truppe zuweisen. Möchte ich ehrlich gesagt aber noch gar nicht. Also da würde ich einfach noch ein bisschen abwarten wollen. So. Wo ist denn diese Mission? Ach so, ah, das gehört alles zusammen. So, finde Starken im Vault-Tec im Sternhimmel. Ja, aber das waren doch noch nicht alle. Hä, das waren doch noch lange nicht alle, ey. Ich hab dort, da fehlen doch noch mega viele Starkerne. Ja, keine Ahnung. Welcher Bande soll ich das schon zuweisen? Die sind alle kacke, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Da werde ich erst noch ein bisschen warten, bevor ich hier irgendwem irgendwas gebe. Was das angeht. So. Was ist denn hier? Safari. Kitty Kingdom. Das ist bestimmt super. Sind doch eh. Ah, es sind. Ach so, 4 Bereiche. 4 Bereiche, okay. Da sind auch noch versteckte Quarkies in Dyrock Gulch oder wie das heißt. Werden wir einfach mal hinreisen und schon mal ein bisschen gucken, was so abgeht. Ey, kann ich mir so ein Regal bauen? Das finde ich cool. Mit allen Nuka-Sorten. So, okay. Haben wir einen Schnellspeichern. Ah, dann wollen wir mal gegen ekelhafte Würmer kämpfen. Aha. So, ich hoffe, dass wir hier nicht allzu sehr auf den Sack bekommen werden. Ich versuche, wenn es geht, immer mal wieder eine erhöhte Position zu finden. Sheriff Hawk, okay. Der ist gut für uns. Na komm her. Das was Nettes sein. So. Alles klar, ich wechsle trotzdem mal wieder auf das Ding. Ich hey, hoffe, Sheriff. Ihr habt alle viel Spaß in Nuka World. Bereit aufzusatteln und in den wilden Westen zu reiten? Hast du das Sagen? Stehst du hier an erster Stelle? Wir sagen es immer gern so. An erster Stelle steht der Spaß. Howdy, Sheriff. Anscheinend gibt es hier im Gulch ein paar lästige Schädlinge, die eine Abreibung brauchen. Ich weiß nichts von irgendwelchen Schädlingen, aber in Matt Mulligans Mine haben sich einige Tunichtgute versteckt. Wir könnten ein bisschen Hilfe gebrauchen. Was meinst du? Willst du mein Deputy sein? Roboter-Experte verwenden? Mal sehen, ob ich ein paar Sachen überbrücken und dich ein wenig nützlicher machen kann. Manueller Angestellten-Login festgestellt. Befinde mich derzeit im vollständigen Park-Vorführungsmodus. Besucher werden zu unseren 3 Hauptaktivitätszentren geleitet. Doc Phosphate Saloon, Giddy Up Kids Coral und One-Eyed Ike's Duellwettbewerb. Nach dem Abschluss jeder Aktivität erhält der Besucher einen Teil der Kombination für den Tresor, in dem sich der Schlüssel zu Mad Mulligans Mine befindet. Die Lebenszeichen in der Mine wurden ursprünglichen Besuchern des Minenwagen-Fahrgeschäfts zugeordnet, könnten jedoch auf eine Verseuchung mit tödlichen Würmern zurückzuführen sein. Das System wird jetzt neu gestartet. Einen schönen Tag noch und nicht die Uniform vergessen. Ah. Da kommt hol dir alle Teile der Safe-Kombination. Aha. Doc
Dogmeat hat mal wieder was gefunden. Aha. Dogmeat, entspann dich, Mensch. So schnell kann ich nicht. Ich muss erstmal alles looten. Man kann ja einfach so an den Sachen vorbeigehen. Willst du dich damit wirklich abgeben? Oh ne, da kommen sie. Nimm mal die hier. Was ist das denn? Ameisen? Ich hatte so sehr gehofft, dass wir keine... Och. Du Vollhorst. Jetzt hat er uns mit seinen Kackgranaten getötet. Das gibt's ja gar nicht. Mal sehen, ob ich ein... Manueller Angestelltenbesuch nach Deal. Das ist... So, wir kennen das ja alles schon, deswegen können wir es einfach mal überspringen. Man kann wohl alles verwenden, aber das? Ich weiß nicht, Boss. Wo kommen denn hier die Ameisen raus? Oh, die sind schon hier. Ah! Wie ekelhaft sind denn die Dinger? Hilft nur das hier oder die Shotgun, aber die Shotgun wollte ich gerade nicht benutzen. What the hell? Alter, die klatschen uns einfach weg. Die klatschen uns einfach eiskalt weg. Boah, die Gegner möchte ich jetzt noch platt machen. Aber dann mache ich eine Aufnahmepause gleich. Aber das kann ja nett sein, dass sie uns hier vorführen. Weißt du was? So. Wow! Alter Vater! Was sind das für Fliegen? Bingo! Oh, ich habe irgendein Buch aufgenommen. Ein Scharfschützengewehr gefunden. Boah, das ging ja gar nicht. Also die Viecher, die sind ja brutal. Alter, diese Fliegenden, ne? Die sind einfach nur tödlich. Boah. Krass. Wir hätten uns fast umgelegt. Überlegt euch das mal. Wir sind auf, weiß ich nicht, was für einem krassen Level. Welchem Level sind wir aktuell? Level 73, Alter. Das machst du nicht normalerweise einfach so weg. Warte, hier ist noch eine Power-Rüstung. Die hole ich mir noch eben. Okay, falsch geraten. Hätte jetzt eigentlich gedacht, ah, so langsam könnte man eine Power-Rüstung mal wieder finden. Das wär's. Auch wenn wir relativ am Anfang von diesem Parkabschnitt sind, natürlich. Bingo. Nukas Sunrise-Rezept. Ach, das war das. So, bevor ich aber irgendwas herausfinde, werde ich jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause machen. Und wir werden uns dann einfach in der nächsten Aufnahme wiedersehen. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und mit dabei sein. Und bis dahin, tschüss. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.